In diesem Video sehen wir uns eine weitere Variante der Etikettenmodifikation bzw. Anpassung an. In diesem Video werden wir uns die Katalognummer, die wir im Artikelstamm eines Artikels wiederfinden, zum Ausdruck bringen. Wie machen wir das nun? Zuerst einmal gehen wir natürlich, nachdem wir Etiketten angelegt haben, gehen wir auf Etiketten drucken. Nun haben wir die neue Etikettenvariante vor uns, die Ihnen in einem anderen Video schon bereits erklärt wird. Wir klicken nun auf Details und Layout. Nun haben wir das Etikett mit den dementsprechenden Unteretiketten, also wir haben jetzt das Etikettenformat auf der linken Seite mit den bereits angelegten Etiketten vor uns. Wir klicken oder Sie klicken nun das gewünschte Etikett an, in dem Fall haben wir nur eins und klicken dann auf Bearbeiten. Nun öffnet sich der Designer. Wenn Sie bereits andere Design-Videos angesehen haben, wissen Sie, dass Sie fast alles ausdrucken können, was Sie auch im Artikelstamm wiederfinden. Oder Sie können natürlich auch Querverbindungen herstellen, indem Sie einen Select aufbauen. Hierzu müssen Sie natürlich wissen, was Sie ausdrucken wollen. Dazu öffnen Sie den Explorer und im Explorer, das heißt in Ihrem Ordner Wavi Profi, gibt es einen Ordner Dokumente. Hier gibt es eine Datei Strukturartikeldatei. Diese klicken Sie an. So, in diesem PDF-Dokument, mache ich mal ein bisschen kleiner, damit Sie das auch sehen. In diesem PDF-Dokument sehen Sie nun alle verfügbaren Spalten des Artikelstamms, die Sie zum Ausdruck bringen können. An erster Stelle steht der Spaltname, in der zweiten die Bedeutung und in der dritten die Wertung. In unserem Beispiel wollen wir die Spalte Cut-Nummer mit zusätzlich ausdrucken. Das ist also kein Problem. Also Sie müssen wissen, welche Spalten gibt es denn im Artikelstamm. Und zwar hier die Katalognummer, also Cut-Nummer. So, wir gehen nun hier im Designer. Klicken wir hier auf diese Toolbox, die wir entweder ziehen können oder hier uns irgendwo an einer Stelle positionieren können, wie wir wollen. Und klicken nun auf dieses dunkle Feld ABL. Hier klicken wir drauf und dann klicken wir ins Etikett rein und ziehen ein Viereck. Nun öffnet sich ein weiteres Fensterchen mit den Eigenschaften Field Properties, also Feldeigenschaften. Und bei Expression geben wir nun ein, dass wir die Cut-Nummer, Cut-NR, zum Ausdruck bringen wollen. So, ich empfehle immer, auch nur dann etwas zu drucken, wenn das natürlich mit Werten gefüllt ist. Das heißt, Cut-Nummer, wir gehen hier auf Print When und wir sagen hier bei Print Only When Expression is True, also nur drucken, wenn hier die Bedingung erfüllt ist. Wir sagen nicht, also Not, Ausrufezeichen, Empty, nicht leer und dann Cut-Nummer. Die Funktion Empty ist Englisch, bedeutet leer. Ausrufezeichen bedeutet die Umkehrung, also nicht leer. Er soll es nur dann drucken, wenn hier bei Cut-Nummer auch was drinsteht. Nun könnten wir auf OK sagen. Ich sage aber hier nochmal Folgendes, um uns das farblich vielleicht hervorzuheben. Ich sage jetzt mal, das machen wir jetzt hier rot. So. Jetzt haben wir nun eine Zeile Cut-Nummer, die sehr, sehr lang ist. Die machen wir jetzt an der Stelle ein bisschen kleiner. Und Sie könnten natürlich hier Position, Schrift und so weiter hier verändern. Um das Ganze abzuspeichern und abzuschließen, klicken wir auf das X, bestätigen die Abfrage, ob es gespeichert werden soll, und gehen nun auf Ausgang. Wenn wir nun auf Vorschau und Drucken gehen, sollten wir nun nach der Auswahl des Druckers, und das haben wir jetzt hier auch, die Katalognummer mit drin haben. Hier 1102. Das ist der Sommerrock. Was haben wir hier? Das ist die Artikelnummer 23, die lustigen Kämpfer, also 10 und 23, dann schauen wir uns das mal an. Im Artikelstamm gehen wir nun auf unseren 10, da haben wir hier die Katalognummer 1102 und hier haben wir den Artikel 23, die lustigen Kämpfer, die SP 1000. Also das heißt, so haben Sie auf die Schnelle oder so können Sie auf die Schnelle jede Spalte im Etikett einfügen, die Ihnen der Artikelstamm zur Verfügung stellt.